select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Zweiter Sieger im Kreispokal Pforzheim und den Rothauspokal wurde der TSV Wurmberg Bärenthal. Tim, ich denke mal, aufgrund der Tatsache, dass ihr Kreisliga seid und der Gegner Kreisklasse A, hat man euch als leichten Favorit gesehen. Bitter enttäuscht jetzt über den Ausgang? Ja klar, wir müssen die Favoritenrolle annehmen, ist ja ganz klar. Als Kreisliga-Mannschaft sind wir da hergekommen, um das Spiel zu gewinnen, ist ja ganz klar. Keine Frage. Ich meine, ob man jetzt als Kreisklasse A-Mannschaft da herkommt und ein Pokalfinale verliert oder als Kreisliga-Mannschaft, ich glaube, das macht es nicht. Oder ja, traurig ist man trotzdem, ist scheißegal. Auch wenn Knittling heute das Spiel verloren hat, wären es wahrscheinlich genauso traurig gewesen wie wir. Aber klar, es wiegt einfach schwer. Bitter enttäuscht, keine Torchance herausgespielt, völlig zu Recht verloren. Glückwunsch an FV Knittling. Ich denke mal, man hätte von euch mehr erwarten können, oder wie siehst du es und wie bewertest du den Spielverlauf? Ja, auf jeden Fall. Wir hätten selber viel mehr von uns erwartet gehabt. Wir haben uns so viel vorgenommen gehabt für das Spiel, aber konnten es einfach nicht umsetzen. Keine Torchancen rausgespielt, leichte Ballverluste, Knittling gut umgeschalten. Ja, dann haben sie durch einen starken Abschluss 1-0 gemacht und 2-0 auch über einen Konter. Clever. Verdient einfach im Gegensatz zu uns. Keine Torchancen rausgespielt, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und wieso hat es nicht geklappt mit dem Rausspielen von den Torchancen, mit der Offensivkraft sozusagen? Boah, das ist schwierig zu sagen, jetzt so kurz nach dem Spiel. Vielleicht haben sie die richtigen Bälle nicht bekommen auf dem Platz. Der Platz war besser als erwartet, sage ich mal. Aber ja, die Bälle sind leicht versprungen. Aber wir haben einfach nicht unser Tag gewesen, würde ich sagen, von allen elf. Nicht. Wir haben alle einfach keinen glücklichen Tag, keinen guten Tag gehabt. Ja. Knittling wollte es mehr und hat deswegen verdient gewonnen. Bei euch geht es gleich am Montag weiter mit einem Spiel gegen den SV Büchenbronn. Es wird wieder ein Auswärtsspiel. Wie geht es mit diesem Spiel für euch weiter und was habt ihr euch darüber hinaus noch vorgenommen? Ihr steckt ja ein bisschen im Abstiegskampf. Ja klar, ich meine, der Fokus stand jetzt erstmal komplett hier auf dem Pokalfinale, aber uns war dann auch klar, dass wir relativ schnell wieder in den Liga-Alltag zurück müssen, dadurch, dass wir jetzt am Montag gegen Büchenbronn spielen, Donnerstag dann gegen Bauschlott und Sonntag auch ein wichtiges Spiel gegen Fatisburg. Das sind jetzt drei wichtige Spiele für uns. Jetzt geht es so schnell wie möglich, das Spiel abhaken und Nase abputzen und dann müssen wir uns wieder in die Liga reinbeißen, dass wir da die Klasse halten. Das ist klar oberste Priorität jetzt. Tim, ich danke dir vielmals für das Interview und ja, viel Erfolg und auch wenn es nicht geklappt hat, Glückwunsch zum zweiten Platz. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.